würde mal sagen, prozentual könnte man bis zu 30% wahrscheinlich einsparen. Je nachdem, eben kommt darauf an, wie viele Leute man angestellt hat. Also ich heiße Hussein Elmar, bin seit September 2002 bei der Ernst Fay AG angestellt. Habe bei der Ernst Fay AG im Personalbüro angefangen, später dann zu der Firma Eigene Pensionskasse gewechselt, bis seit 2007 der Geschäftsführer von der Firma Eigene Pensionskasse. Ernst Fay AG bietet Baudienstleistungen im Bereich Strassentiefbau, im Hochbau, im Umbau und Sanierung. Gleichzeitig tun wir auch Transportbeton und auch Recyclingprodukte herstellen. Ernst Fay AG ist ein Familienbetrieb, ist jetzt schon bereits in der vierten Generation. Zoba haben wir seit 1993 im technischen Bereich haben wir im Einsatz gehabt. Die Gesamtlösung, die hat natürlich auch Ersparnis in der Verwaltung. Sprich durch das, dass natürlich Tagesabhört, also aufgrund von Tagesabhört, sind Polierer in der Lage, um auch die Stunden der Mitarbeiter zu erfassen. Sobald man den Tagesabort abschickt, bekommt der Bauführer den Tagesabort zur Einsicht. Er kann es anschauen, kann den Tagesabort verbuchen. Die Stunden fließen natürlich automatisch in die Stundenkarte. Ganz früher noch, also gemäss dem alten System, das wir hatten, dort hat man die Stundenkarte zum Teil händisch ausfüllen, hat man alles manuell ins System abdöckeln, die Stunden. Durch die Zoba-Lösung mit der Tagesabhört ist es natürlich um einiges vereinfacht. Bei unserer Größe mit 350 Leuten würde ich mal behaupten, dass es etwa 20-30% Einsparnis auf jeden Fall vorhanden ist. Mein Name ist Kunz Michael. Ich bin seit 2012 bei der Firma Ernst Fay. Ich habe angefangen als Mitarbeiter im Magazin. Zwei Jahre später bin ich als stellvertretender Chef aufgestiegen und tue jetzt eigentlich das ganze Sorba im Hintergrund ein bisschen betreuen mit Einpflegen von der Maschinen und Geräten plus ganze Verbrauchs- und Gebrauchsmaterial. Wir sind bei uns im Magazin, sind wir 6 Mitarbeiter. Wir haben 2 Stück bei uns auf dem Grosslagerplatz, die dort ein bisschen verantwortlich sind. 2 Stück, die hier im Kleinmagazin sind, die am Rüsten sind. Und dann wäre der Magazinchef und ich, die hauptsächlich im Sorba das Programm betreuen und Bestellungen aufnehmen, entgegennehmen. Unser Bestellprozess ist mittlerweile so weit, dass der Polier draussen das Tablet nehmen kann. Er kann das Material, das er will, auswählen. Wir bekommen die Bestellung direkt im System. Wir schauen schnell drüber, ob alles korrekt eingetragen ist. Unser Mann im Magazin nimmt das Tablet und holt das Material bei uns in den Gang raus. Es rüsten, der Polier kann es am nächsten Tag abholen. Dadurch haben wir eine Ersparnis von rund 50%. Wir im Magazin sind um einiges schneller, im Sinne von, wir müssen nicht einmal alle Bestellungen abschreiben, die von den Polieren reinkommen. Und die Polieren können direkt im System gewisse Sachen nachschauen, mit Gewicht, mit Grössen. Das bringt uns im Magazin halt auch noch viele Vorteile. Bei direktem Materialbezug am Morgen oder am Abend, wenn die Polieren oder die Vorarbeiten nicht vorbestellt haben, hat man auch noch die Möglichkeit, direkt mit dem Tablet ans Material anzugehen und zu scannen und die Anzahl einzugeben. Das Material wird dann direkt im System verbucht und die Tat ist somit abgeschlossen. Ob ich Zoba Kleinunternehmen empfehlen würde, ist die Antwort ja. Weil Zoba ist modular aufgebaut. Man muss nicht das gesamte Paket kaufen, sondern man kann individuell einzelne Module kann man kaufen. Und man kann auch in einer Testphase könnte man auch die anderen Module anschauen und nach sukzessive kann man auch erweitern, also die anderen Module nachträglich noch kaufen. Es hat viel Effizienz mit sich gebracht, das Ganze, dass wir eben vieles jetzt überzogen haben. Und der Ressourcenplaner wird wahrscheinlich uns nochmal einen Schub geben, dass wir wieder Ersparnis würden haben. Und ich würde es jedem empfehlen.